Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Testvideo bezüglich Schokolade, denn wir gucken uns Teeschokolade an. Tatsächlich von Gepa, Wunschvideo vom Patreon-Unterstützer Timo. Herzlichen Dank an dich. Er hat sich gewünscht, dass wir uns doch mal besondere Schokolade anschauen und eben speziell diese hier, Earl Grey, weiße Schokolade und weiße mit Matcha. Ich habe tatsächlich schon mal Matcha-Schokolade getestet, die war ganz okay. Und Gepa ist so ein bisschen Neuland für mich, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe von denen, ich muss das gleich kurz ein bisschen revidieren, noch nicht so viele Eis im Kopf. Gestern hatte ich das damals, wow. Noch nicht so viele Schokoladen getestet. Tatsächlich habe ich mir neulich aber eine Schokolade von denen gekauft mit so Karamell drin. Die war jetzt nicht ganz so gut, finde ich, wohingegen die Vivani-Salz-Karamell wieder fantastisch war. Deswegen, ich bin gespannt, wie die hier ist. Gepa, die machen ja halt auch Fairtrade, sehr viel Fairtrade. Zum Beispiel hier 99,8% Fairtrade-Zutaten, hier 100% Fairtrade-Zutaten. Und das Ganze auch Bio, wohlbemerkt. 2,50 oder 2,90 hat eine Tafel gekostet, 80 Gramm sind drin. Ich denke, wenn man hochwertige Schokolade hat, ist der Preis akzeptabel. Es gibt natürlich Leute, die so eine Tafel aber einfach bei einmal wegessen, wo man sich dann sagt, ach nö, für den Abend 3 Euro ist mir zu teuer. Ich habe euch die Geschichte erzählt, für die, die neu da sind. Da war ich mit meiner Freundin in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Und da lief einfach ein Typ rum, der hatte eine Milka-Schokoladentafel in Hand, einfach so hier so aufgemacht, so in Hand und lief dabei rum. So als ob der ein Brötchen in der Hand hat. Lief der Typ einfach völlig unbedarft durch die Stadt und hat die Milka-Tafelschokolade aus der Hand gesnackt. Wie manch einer sein Brötchen snackt oder was weiß ich. Das war einfach nur so, wow, du bist der Held hier. Also absolut fantastisch. Deswegen würde ich sagen, wenn man eine Schokolade vielleicht so snackt, dann denkt man sich so, komm, da reicht mir auch eine Milka, die qualitativ sicherlich nicht hochwertig ist. Wohingegen man sowas dann eher zum Genießen nimmt. Ich muss aber auch sagen, das ist mir tatsächlich bei der Dokeshi-Schokolade neulich aufgefallen, die ich euch vorgestellt habe. Das ist ja recht teure Schokolade gewesen. 5 Euro, 100 Gramm, irgendwie so um den Dreh. Das war was ganz Besonderes. Ich habe noch nie eine so feine Schokolade geschmeckt, die wirklich so ganz anders schmeckte. Ich hoffe, die wird es irgendwann mal im Laden geben, weil ich bin persönlich jemand, der ungern in Internetseiten kauft, weil die zum Beispiel, es gibt Gepa theoretisch auch im Bioladen, aber die beiden Sorten hatten sie jetzt nicht hier bei mir beim Dance, also muss ich die im Internet kaufen. Ich mache sowas nicht gerne. Ich möchte einfach manchmal 2 Tafeln Schokolade kaufen, möchte nicht gleichzeitig den doppelten Betrag bezahlen wegen 5 Euro Versandkosten. Ich persönlich mag sowas nicht. Ich habe das jetzt aber gemacht, weil der Timo sich das gewünscht hat, von daher, das passt dann auch schon alles, dann ist das auch alles völlig in Ordnung. Aber prinzipiell mache ich sowas nicht gerne. Okay, jetzt habe ich aber auch schon genug gequatscht. Wir gucken jetzt einfach mal, was das hier ist. Matcha Blanc ist feinherbe weiße Bio-Schokolade mit grünem Matcha-Tee und Kakao aus Sao Tome Dominikanischen Republik. So, und der grüne Tee ist übrigens aus China, habe ich gelesen. Und hier haben wir herbfrische weiße Bio-Schokolade mit der Eleganz des Earl Grey, da bin ich sehr gespannt drauf, und Kakao aus Sao Tome und der Dominikanischen Republik. Also die weiße Schokolade wird wahrscheinlich gleich sein. Dann haben wir hier grüner Tee und hier haben wir eben schwarzen Tee. Ihr könnt ja auch zum Beispiel mal auf die Zutaten schauen. Ne? Haben wir eben auch Rohrzucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, schwarzer Tee, Vanilleextrakt und so weiter. Und hier unten habt ihr zum Beispiel auch die Nährwerte, wenn ihr da einmal drauf gucken mögt. Aber es ist halt Schokolade. Bio-vegetarisch, von der Bohne bis zur Tafel fair, nur reine Kakaobutter als Pflanzenfett, Verzicht auf Sojalecithin ohne Gentechnik, Innenwickel kompostierbar. Wow, das ist das Ganze. Jetzt lesen wir noch, wir machen heute einfach mal ein bisschen länger, ne? Ist doch egal. Also ich sehe das nachher dann wieder bei den YouTube-Aufrufen, boah, der Typ labert, wir gehen alle uns ein anderes Video angucken und dann, wenn die Schokoladetafel gezeigt wird, dann geht die Watchtime wieder hoch. Aber so ist das eben. Ist egal. Ich mache mir keinen Stress. Ich habe Feierabend. Das Öl der Bergamotte verleiht dem... Ach nö. Das ist ja der mit Bergamotte. Verleiht dem schwarzen Tee unseres Partners Sofa. Das heißt, der Partner heißt Sofa. Aus Sri Lanka eine besondere Note. Ebenso ausgewöhnlich ist die Grand Chocolate, die mit der Teespezialität veredelt wird. Dem besonderen Schmelz verdanken sie reiner Kakaobutter. Der Kakaohefe stammt unter anderem von C.K. 11 aus Sao Tome, vielleicht ist das irgendwie so eine Vereinigung, die da irgendwo herkommt oder sowas, ich weiß es jetzt nicht genau. Und hier haben wir mit dem
grünen Tee stehen. Matcha, der Inbegriff fernöstlicher Teekultur, setzt in dieser Grand Chocolat außergewöhnliche Akzente. Herbe Frische, Grüntee und so weiter. Wunderbarer Schmelz. Okay, genügend gequatscht. Ziehen wir sie aus, die Tafeln, und vernaschen sie. So, wir fangen mal an mit der Matcha, würde ich sagen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Schokolade von Gepa probiert? Könnt ihr da irgendwas empfehlen? Schreibt mir das gerne mal. Sie sieht auf jeden Fall schon mal richtig grün aus. Sie ist fair. Do good. Make a change. Gab es da nicht ein Lied von Make a Change? Man in the mirror. Und so weiter. Make a change. Irgendwie sowas singt ihr da auch mit Change. Ja, ja, der Jacko. So, make a change. Riecht eigentlich relativ dezent, wie ich finde. Riecht kaum nach Schokolade. So ein bisschen Tee ist dabei. Wird gleich probiert. Jetzt machen wir die noch zusammen einmal auf. Die mit Earl Grey. Oh, interessant, interessant, interessant. Schön verpackt ist das Ganze auf jeden Fall. Oh, krass, da kommt richtig heftig die Bergamotte durch. Übrigens auch eine beliebte Zutat bei Parfum. Ich glaube auch für Männer. Ich glaube, da ist Bergamotte so ein Ding. Mmh. Mmh. Riecht gut. Also es ist hier Schwarztee dann und eben Bergamottenöl zugesetzt. Also ganz fein, vom Geruch wirklich was sehr Exklusives. Krass. Man muss das natürlich mögen, es hat so ein, was Blumiges. Und ja, Parfümartiges, aber nicht unangenehm oder so, sondern diese Bergamotte, das ist wirklich schön. Ich muss hier ein bisschen kauen, damit das Video nicht noch länger wird. Mhm. Jetzt kommt langsam die Süße. Der Tee da drin, der knackt schon ein bisschen. Ich gebe mir gerade Mühe, nicht zu schmatzen. Eigentlich muss man so ein bisschen Luft da dran lassen. Es ist gut. Interessanterweise finde ich, sie riecht mehr nach Bergamotte und schwarzem Tee, als sie schmeckt. Schöne weiße Schokolade. Mhm. Ich muss aber auch sagen, hätte gedacht, dass dieser Tee noch mehr durchkommt. Vielleicht soll er das aber gar nicht, sondern eher so ein bisschen was zusätzlich geben. Und das ist gelungen. Wo kommt dieses Knusprige her? Also ich finde es lecker, aber ich finde, ich weiß nicht, ob es geschmeckt hätte, aber ich finde, es hätte mehr schwarzer Tee vom Geschmack sein müssen. Finde ich. Der Schmelz ist gut. Der weiße Schokoladengeschmack ist gut, die Süße ist nicht zu stark. Weiße Schokolade allgemein ist natürlich ein bisschen süßer. Aber ich finde, hier ist das jetzt ja, süß, aber eben nicht zu süß. Aber so ein bisschen der schwarze Teegeschmack, den hätte ich noch, vermisse ich ein bisschen. Vom Geruch aber mit diesem Bergamotte, das finde ich wirklich richtig fein. Jetzt gucken wir mal die grüne. Make a change. Das ist hier eher gefärbt. Hier sind so keine Stücke drin, sondern die ganze Schokolade ist grün. Mhm. Hier hat man auch... Oh, interessant. Ist sogar ein bisschen bitter. Ja, wobei, doch, so ein ganz bisschen. Auch interessant. Das gibt auch irgendwo, so im Hintergrund ist da so ein bisschen was von diesem grünen Tee. Auch wirklich eher sehr dezent. Ey, aber das ist mal was anderes. Vanille ist ja auch bei beiden drin. Es gibt auch so ein bisschen was dazu. Gefällt mir. Schmecken mir beide. Wie gesagt, ich finde, bei der grünen Tee hätte ich mir jetzt noch mehr gewünscht. Grüne gibt auch so ein bisschen was dazu. Ist einfach mal was anderes. Ich finde, es ist aber jetzt aber auch nicht was ganz anderes. Es ist hauptsächlich beides weiße Schokolade, steht auch drauf, mit ein bisschen was im Hintergrund. Und ich glaube, wenn ihr die einfach mal irgendwo seht und ihr möchtet mal ein bisschen was anderes ausprobieren, probiert sie einfach gerne aus. Ich glaube, das ist wirklich einfach mal schön, da diese neuen Lande zu entdecken.
neue Gefilde zu entdecken, Schokolade mit Tee. Was kennt ihr für außergewöhnliche Kreationen? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten herzlichen Dank nochmal an Timo und euch natürlich auch fürs Zuschauen. Ich danke euch dafür und macht's gut und ciao.